Hallo an alle, Judah hier vom Pflegekanal und willkommen zum neuen Mittwochsquickie. Für den heutigen Mittwochsquickie haben wir euch die folgenden Themen vorbereitet. Was ist die Bettlägerigkeit? Die Bettlägerigkeit ist ein Zustand, in dem der Mensch die meiste Zeit des Tages und der Nacht im Liegen verbringt. Sie entsteht als ein Prozess in 5 Schritten. Als allererstes haben wir die Instabilität, die jahrelang andauern kann und in der sich die Menschen ziemlich langsam und vorsichtig bewegen. Als nächstes haben wir das Ereignis, das den Menschen für eine bestimmte Zeit ans Bett fesselt. Das Ereignis ist ein beinahe Sturz, es kann ein Sturz sein, es kann auch eine Grippe sein oder ein Krankenhausaufenthalt. Daraus folgt die Immobilität, bei der sich die Menschen nur noch mühsam bewegen. Vor der Endphase oder der Bettlägerigkeit haben wir noch die Ortsfixierung. Das heißt, die Menschen verbringen die meiste Zeit dort, wo wir sie quasi unter Anführungsstrichen hinsetzen oder hinlegen. Was können wir machen, um eine Bettlägerigkeit vorzubeugen? Als allererstes Dauerliegen sehr kritisch betrachten. Wenn wir einen Transfer durchführen, sollte der sicher durchgeführt sein. Das heißt, die Person, also die betroffene Person, soll ein sicheres Gefühl haben. Wir sollen nicht stöhnen und rumjammern, sondern ein sicheres Gefühl beim Transfer übermitteln. Bildet euch weiter zum Thema Bewegung und bildet eure Bewohner weiter. Das heißt, erklärt ihnen, warum die Bewegung so wichtig ist. Sieht zu, dass die Bewohner immer auf guten Sitz- und Liegemöbeln sitzen. Das heißt, dass keine Schmerzen entstehen. Denn wenn Schmerzen entstehen, werden sich die Bewohner sofort in ihr kuscheliges Bett zurückziehen wollen. Erklärt den Bewohnern, wie die Hilfsmittel genutzt werden, die ihnen zur Verfügung stehen. Eine exakte und regelmäßige Dokumentation gehört auch zur Vorbeugung der Bettlägerigkeit. Das letzte Mal haben wir über die Vollmacht gesprochen. Dieses Mal widmen wir uns der Vorsorgevollmacht. Es hört sich ähnlich an, aber es ist eine total andere Angelegenheit. Die Vorsorgevollmacht ist eine schriftliche Willenserklärung, die in gesunden Tagen einer Person erteilt wird, für den Fall, dass man eines Tages handlungsunfähig wird durch Altersdemenz oder Krankheit. Die Person des Vertrauens kann so den Betroffenen in bestimmten Bereichen vertreten. Die simple Fassung. Ich will mich absichern, dass mein Hund, Bello, regelmäßig sein Frohlich bekommt, auch wenn ich einen Hund von einem Pferd nicht mehr unterscheiden kann, wegen Demenz. Ich erteile meinem Freund, Josef, eine Vorsorgevollmacht und er kümmert sich dann um Bello. Wann und wie oft wird ein Zahnersatz oder eine Zahnprothese geputzt? Das ist relativ individuell, wie bei uns auch. Jeder hat so seine eigenen Macken. Der eine putzt die Zähne 3-mal am Tag, der andere putzt sie 1-mal am Morgen oder am Abend und wieder der andere putzt sie nur, wenn Besucher ins Haus kommen. Wenn keine festen Putzgewohnheiten existieren, gilt die folgende Regel. Mindestens 1-mal am Tag die Zähne mit der Zahnbürste putzen. Am besten bei der Morgenpflege. Nach jeder Mahlzeit sollte die Prothese ausgespült werden. Sehr wichtig ist das bei bettlägerigen Personen, da so ein Krümel lebensgefährliche Situationen auslösen kann. Das waren die Themen, die wir für euch heute vorbereitet haben. All die Themen könnten eventuell als Fragen in einem Fachgespräch oder in einer Prüfung vorkommen. Deswegen seid fleißig und lernt gut. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns ein Like, empfehlt unsere Seite weiter und seid gut zu euch, viel Spaß bis zum nächsten Mal.